Ich habe in den letzten Jahren hunderte von Mixbeurteilungen für die Projekte, für die Songs meiner Studenten gemacht und dabei ist mir insbesondere eine Sache aufgefallen, die die meisten sehr vernachlässigen. Und das ist die Dynamik im Mix. Mal ganz kurz, wie entsteht denn jetzt Dynamik in einem Song? Meines Erachtens sind das hauptsächlich drei Sachen. Die erste Sache, und da haben wir jetzt als Mischer oder Produzenten später relativ wenig Einfluss drauf, das ist natürlich, dass der Song gut sein muss. Wenn du einen langweiligen Song schreibst mit einem langweiligen Text, wo erster, zweiter Vers, Bridge, Refrain und vielleicht auch noch das Outro ziemlich ähnlich klingen, dann wirst du keinen Spannungsbogen in deinen Song bekommen. Das heißt, der Song an sich muss natürlich gut sein. Punkt Nummer zwei, und da haben wir jetzt als Produzenten oder Mischer schon ein kleines bisschen mehr Einfluss drauf, ist das Arrangement des Songs. Also wie ist dieser Song arrangiert? Ist die Instrumentierung im ersten Vers genau die gleiche wie im zweiten Vers? Klingt der erste Chorus genau gleich wie der zweite Chorus? Oder ist es zum Beispiel so, dass der erste Vers eine andere Instrumentierung hat, dass vielleicht ein neues, interessantes Instrument dazukommt beim zweiten Vers, dass vielleicht Backing-Vocals dazukommen beim zweiten Vers, dass die Bridge komplett rausgeht von den Chord-Progressions, dass was komplett Neues, anderes entsteht. Das sind Sachen, bei denen wir von Arrangement sprechen. Und man kann natürlich beim Arrangement als Mischer auch sehr gut eingreifen, mit ganz einfachen Mitteln, zum Beispiel mit dem Mute-Button, mit dem Stummschalten-Button. Wenn jetzt zum Beispiel die Band es so arrangiert hat, dass die Instrumentierung im ersten, zweiten und dritten Vers genau gleich ist, könntest du ein Element, zum Beispiel Akustikgitarren oder den Percussion Loop oder die Backing Vocals oder was auch was immer, könntest du im ersten Vers weglassen und erst im zweiten Vers dazulaufen lassen, damit die ganze Sache spannender klingt, damit dieser andere Songpart spannender klingt. Das dritte ist die Live-Performance der einzuspielenden Musiker und auch da können wir als Mischer eingreifen, ob du es glaubst oder nicht. Das heißt, wenn du also jetzt hier eine Band hast, die wirklich gut eingespielt hat, egal ob du es jetzt live aufgenommen hast oder Step by Step, also erst den Drummer, dann den Bassist, den Gitarristen, dann kommt es natürlich immer auch auf gute Musiker an, wenn wir von Dynamik sprechen. Das heißt, der Drummer muss Crescendi spielen, wenn es zum Beispiel auf den Chorus hinzugeht, oder der Gitarrist darf nicht immer alles gleich laut spielen, sondern er muss sich richtig reinhängen, er muss emotional spielen. Und wenn du das hast und du solche Musiker, sehr gute Musiker hast, dann ist das schon die halbe Miete. Aber jetzt verrate ich dir eine Sache, die wirklich sehr, sehr wichtig ist und die meisten in diesem Bezug, in Bezug auf Dynamik, einfach nicht wissen. Denn selbst wenn du sehr, sehr gute Session-Musiker hast, die dir deinen Song eingespielt haben oder du hast er vielleicht selber eingespielt, gibt es ein Problem. Nämlich, die Mikrofone, über die du diese Musiker aufgenommen hast, schlucken 10, ich würde eher fast behaupten 20% des Excitements, der Emotionalität dieser Performance ab. Das ist eine tatsächliche Wahrheit und das Gleiche gilt übrigens auch für die Kamera, durch die ich gerade zu dir spreche. Wenn du mich jetzt so anschaust, wenn du jetzt hier mein Video anschaust, dann kommt dir das vielleicht relativ normal vor, wie ich zu dir spreche. Du denkst, okay, ist ein ganz guter Redefluss, ist ein gutes Tempo, ich kann normal zuhören. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ich 10% schneller spreche, dass ich 2 starke Kaffee getrunken habe von diesem Video, dass ich mich künstlich ein kleines bisschen überhype, etwas schneller, etwas lauter spreche, etwas mehr gestikuliere als in einem normalen Gespräch und dann kommt das gerade für dich relativ normal rüber, hoffe ich zumindest. Das ist bei der Kamera so und das ist ähnlich wie bei dem Schauspieler zum Beispiel, der auf der Bühne steht, der gestikuliert auch viel größer, damit es die Leute hinten noch mitbekommen. Und das Gleiche gilt auch für das Mikrofon. Selbst wenn deine Musiker eine Top-Performance, eine sehr emotionale, dynamische Performance geboten haben, schluckt dieses Mikrofon einfach dieses Excitement weg. Und das können wir jetzt als Mixer, als Produzenten unterstützen. Und genau dafür gebe ich dir jetzt im Praxisbeispiel 7 Tipps, wie du mehr Dynamik, wie du einen Spannungsbogen in dem Song, in einem guten Song unterstützen kannst. Und dazu gehen wir jetzt ins Praxisbeispiel. Hören wir zuerst mal kurz in diesen Song rein. Der Song heißt Painkiller Hotel von der Band Surrender the Fall. Den ersten Tipp, den ich dir jetzt hier geben kann, um die Dynamik von dem Song zu verstärken, ist die Automation des Master Basses. Ich bin hier in Logic, das geht aber mit jeder anderen DAW auch,
eine Spur angelegt für den Master Bass und hier kann ich jetzt verschiedene Automationsdaten einzeichnen. Wenn ich Automationsansicht jetzt öffne, dann siehst du, dass ich ein denkbar einfaches Prinzip angewendet habe. Und zwar habe ich alle Chorus oder Refrains zu Deutsch, die habe ich fast 1 dB lauter gemacht. Ja. Und das ist schon alles aus der Trickkiste. Ich habe alle Chorus 1 dB lauter gemacht. Das heißt, der komplette Bass, der komplette Stereo-Out sozusagen wird hier, oder Master-Fader wird hier gesteuert. Wenn jede einzelne Spur 1 dB lauter wird, dann wird er von Lautstärke einfach schon wesentlich höher und dadurch wirkt der Refrain massiver. Hören wir nochmal rein hier, wir gehen mal in den Pre-Chorus rein und hören uns das nochmal an. Born to give me the gun, but what's the use in six when all I need is one? Call me a doctor. Und ich unterstütze dadurch einfach den Höhepunkt des Songs oder die Höhepunkte, was immer der Chorus ist. Und dadurch wird dieser ganze Song lauter oder wird dieser ganze Songpart lauter. Die zweite Möglichkeit, mit der du in Dynamik eingreifen kannst, ist die Automatisierung und Dynamikautomatisierung einzelner Spuren. Insbesondere mache ich das ganz gerne bei den Drums. Und diese Automationsdaten, die du jetzt hier siehst, das sind seine Drum Breaks. Und die habe ich einfach nochmal leicht angehoben um 3 dB. Das ist ganz ordentlich teilweise schon, dass die noch besser, trotz Parallel Compression, dass die noch besser durch den Mix kommen. Und wir hören einfach mal rein, jetzt erstmal vielleicht solo, wo du dann auch wirklich hören kannst, wie ich diese Drum Breaks ein bisschen lauter gemacht habe. Und dann wieder runtergezogen. Wir können auch hier nochmal reingehen. Crescendo jetzt. Hör mal im Gesamtmix an und achte mal jetzt hier auf die Drum Breaks. Kommen wir zu Punkt 3, wie du Dynamik in einem Song, in einem Projekt unterstützen kannst. Und das ist die Stummschalten-Taste. Und zwar haben wir hier eine Oktavengitarre. Die spielen also die Oktaven hier im Chorus. Wenn wir jetzt mal hier diese Rhythmusgitarren vom Chorus uns einfach solo anhören. Die haben sie jetzt beim ersten Chorus auch schon dabei gehabt, ich habe das stumm geschalten. Jetzt hören wir uns die ganze Sache mal an im Chorus Nummer 2 und da wirst du die Oktavengitarren auch hören. Ich kann die auch mal ein bisschen lauter ziehen, dann während sie laufen. I'm just a thief. Can anybody save me? Can you? Das heißt, sie haben es, hatte ich auch eingangs schon erwähnt, sie haben es jetzt so arrangiert oder so aufgenommen, dass sie diese Oktavengitarren, was ich eine tolle Steigerung finde insgesamt, ein Steigerungselement, die haben sie immer mit eingespielt. Da habe ich mich dafür entschieden, okay, im Chorus 1 lasse ich die erstmal weg, dass der zwar schon fetter klingt, aber nicht ganz so fett wie der zweite und der dritte. Und jetzt hören wir mal direkt rein im Vergleich Chorus 1 und Chorus 2. Und hören wir jetzt rein, direkt in Chorus 2. Ich finde, es fällt nicht wahnsinnig auf, aber ich finde, man hört schon, wenn du jetzt über Kopfhörer oder zumindest über ordentliche Monitorboxen hörst, dann fällt dir mit Sicherheit auf, dass der zweite Chorus einfach voller klingt, unter anderem auch durch diese Oktavgitarren. Deswegen der Stummschalten-Button, der Mute-Button, ist auch ein mächtiges Mittel für dich als Mischer, um in die Dynamik von einem Song einzugreifen. Und damit kommen wir zu Trick Nummer 3 und das ist die Stereobreite zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Wir haben hier jetzt zum Beispiel den Vers und du siehst, dass hier die Rhythmusgitarren, die spielen die Distortion-Gitarren, die spielen hier nicht, hier spielen nur die Akustikgitarren zum Beispiel. Und wenn wir uns jetzt mal ein bisschen drauf konzentrieren, was ich hier im Panning gemacht habe, dann siehst du, dass die hier beim Wert 32 im Stereofeld sind. Das gleiche gilt zum Beispiel für das Piano, das hier spielt. Das ist auf der anderen Seite jetzt hier im Wert 21 beim Panning. Das heißt, die sind so ungefähr auf 3 Uhr.
Und das ist auch schon das Weiteste, was ich hier im Stereofeld gemacht habe. Wenn wir jetzt in den Refrain gehen, also gerade in diese Distortion-Gitarren, und wir schauen uns hier mal das Panning an, dann kannst du hier jetzt wieder sehen, dass sie auf 64, also komplett nach links und komplett nach rechts die andere Gitarre gepannt habe. Dadurch wird natürlich auch in Verbindung mit zum Beispiel den Backing Vocals jetzt, die, dann auch noch mal, die ich dann auch nochmal aufgefächert habe, dadurch wirkt der Chorus oder ist auch tatsächlich dieser Chorus im Stereofeld viel, viel breiter als jetzt der Pre-Chorus oder der Vers. Hör mal jetzt oder achte mal jetzt auf die Stereobreite, wie viel breiter das wird, einfach weil rechts und links mehr Elemente auch durch die Backing Vocals, nicht nur durch die Distortion-Gitarren jetzt dazukommen. Und dadurch haben wir auch wieder mehr Dynamik, weil der komplette Chorus einfach größer, breiter und fetter wirkt. Dadurch wird sozusagen der Chorus im Stereofeld, das Stereofeld wird richtig aufgerissen im Chorus und gibt ihm dadurch nochmal mehr Größe. Ganz kurz, bevor wir gleich weitermachen, falls du dich beim Abmischen noch unsicher fühlst, falls du nicht weißt, wie du einen Mix eigentlich anfangen sollst, also welchen Schritt soll ich als erstes machen, welchen als zweites, wann setze ich Hall und Reverb ein und wann Equalizer und der Kompressor vor dem Equalizer oder wie funktioniert das überhaupt und wann weiß ich, ob mein Song fertig ist, dann empfehle ich dir mein PDF Speedmixing. Da zeige ich dir, wie du in 10 Schritten zum perfekten Mix kommst. Das ist ein PDF, das hast du dir schnell durchgelesen, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Tipp. Wir machen weiter mit Tipp Nummer 5 und der ist ein bisschen ausgefeilter und das ist das sogenannte Attack-Prinzip. Das Attack-Prinzip bezieht sich darauf, dass wenn du neue Elemente in einen Mix einführst, zum Beispiel hatte ich vorhin drüber gesprochen, wenn du den Vers 2 zum Beispiel anders arrangierst als Vers 1, das heißt, du führst ein neues Element ein, dann ist der Trick bei dem Attack-Prinzip, und ich zoome hier gerade mal rein, dass du die ersten paar Sekunden, wenn du dieses Element einführst, dass du dieses Element exorbitant lauter machst. In diesem Fall ist das jetzt, das ist die Gitarre-Adlibs, die klingen so. So eine FX-Gitarre, ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben. Und das wird jetzt, klingt im Gesamtmix so, wenn es jetzt eingeführt wird, ne, in Vers 1 ist es noch nicht da, in Vers 2 kommt es dann rein, einfach um Abwechslung reinzubringen, dann klingt das so, wenn du jetzt mal auf diese Spur hier achtest. Du siehst jetzt hier, wenn das Element eingeführt wird, habe ich es um einiges lauter gemacht, also um 3 dB. Und wir können das jetzt mal direkt nach dem Refrain retour machen. Das heißt, ich mache es jetzt nicht lauter und dann wirst du sehen, was ich meine. Mit dem Attack-Prinzip, wo es um einiges lauter ist, wenn es kommt. Also nur ein paar Sekunden, während es eingeführt ist, habe ich es um einiges lauter gemacht. Das heißt, dass es so ein Earcatcher für den Zuhörer wird, damit er einfach merkt, okay, hier kommt ein neues Element, das ist jetzt spannend, hier klingt irgendwas anders. Hier setzt sich der zweite Vers vom ersten Vers ab und dann ziehe ich es auch wieder relativ schnell runter. Es geht wirklich, das Attack-Prinzip geht wirklich nur um diese ein, zwei Sekunden. Okay, ein neues Element wird eingeführt, die Ohren vom Zuhörer sollen sich dran gewöhnen, sodass er merkt, okay, jetzt ist hier ein bisschen was anderes. Kommen wir zur nächsten Technik und das ist das sogenannte Vocal Riding, was eine tolle Beschreibung ist für nichts anderes als auch die Automation des Vocal Basses. Ich habe hier zwei Vocalspuren, einmal die Lead Vocals im Vers und einmal habe ich sie im Refrain. Was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich, und jetzt ist hier bei diesem Song ist das so ein bisschen ein Sonderfall, weil er nämlich, bevor der Chorus einschlägt, beziehungsweise bevor die ganze Band einschlägt, singt er allein. Wenn wir jetzt hier mal reinhören. Das ist bei dem Vocal Riding jetzt zum Beispiel hier so. Ich muss natürlich, wenn jetzt die Band hier wegfällt, komplett nach dem Pre-Chorus, und dann ist nur noch er da, muss ich natürlich ihn, das ist ja praktisch so
bietet sich ja logisch schon an, muss ich ihn lauter machen, weil sonst klingt das einfach zu leise und das entsteht sozusagen eine Lücke. Deswegen ist das Vocal Riding extremst wichtig, weil auch hier wieder merke dir, das Mikrofon schluckt 20% ab. Des Excitements, der Emotionalität, da kannst du tatsächlich, gibt es bei mir auch Mixe, wo du hier permanente Volume-Automation siehst, wo ich dann praktisch auch in Live-Automation dann mitfahre und versuche ihn oder sie eben zu unterstützen, damit wirklich alles sauber hörbar ist, damit alles laut hörbar ist und damit ich die Emotionalität von dem Künstler richtig unterstütze. Kommen wir zu Tipp Nummer 7, wie du Dynamik in deinen Mix bringen kannst oder unterstützen kannst, und das ist die FX-Automation, also die Effekt-Automation. Das ist jetzt zum Beispiel hier, ich habe es mit einigen Sachen gemacht, kannst du mit Hall machen, mit Delay machen. Hier in diesem Fall ist es jetzt einfach ein Stereo-Hall und der kommt nur, siehst du hier auch im Mix, der kommt nur einmal im kompletten Song vor, und zwar bevor es dann in das Solo geht, und da schalte ich ein Stereo-Delay zu. Das ist sonst die ganze Zeit aus, aber wenn wir es uns mal solo anhören, dann wirst du hören, was ich meine, und dass dieser Effekt dann doch ja, die Dynamik recht gut unterstützt. Genau, das ist das Stereo-Delay, und das wirst du jetzt im Komplettmix gar nicht so wahnsinnig bemerken. Ich habe aber gleichzeitig auch noch den Hall hochgefahren, das heißt den Hallraum oder die Größe des Halls, übrigens auch über den ganzen Chorus, den Cent-Anteil höher gefahren, und dadurch wirkt das Ganze größer dann. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Sind alle deine Songs dynamisch? Bist du selber Songwriter? Hast du auch Probleme, dass deine Songs manchmal einfach nicht dynamisch sind, dass sie ein bisschen langweilig sind, dass sie einfach vor sich hin plätschern? Oder bist du vielleicht Mischer oder mischst deine eigenen Songs? Und wie sorgst du für Dynamik, wie sorgst du für Spannungsbogen in deinen Songs? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ein anderer Punkt, der übrigens auch ganz wichtig ist, wenn es um Dynamik geht, wenn es um Spannung im Song geht, das ist das Thema Tiefenstaffelung. Falls du dich dafür interessierst, hier habe ich ein sehr, sehr ausführliches Video dazu gemacht, wie du Tiefenstaffelung, wie du Räumlichkeit in deinen Mix bekommst. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.